Alle Farben außer dem weißen Kalk mussten jedoch aus Pigmenten gewonnen werden. Dabei standen Erdpigmente wie Ocker ausreichend zur Verfügung, wohingegen die in der Renaissance aufkommenden Zierfarben wie Blau oder Orange erst aufwendig künstlich hergestellt werden mussten. Nachdem die Pigmente mit einem Bindemittel vermischt wurden, sind im Stile der Seccomalerei die feuchten Farben auf dem bereits trockenen Putz aufgemalt worden.